Es geht heute darum, dass ich dir erklären möchte, was deine Berufung ist, was dein Lebenszweck ist, warum du hier bist, warum du auch so fest gelitten hast, was da dahinter steckt, was die Idee ist von uns als Menschen hier auf Erden. Und wir wissen alle, dass die Idee von uns als Menschen hier auf Erden nicht sein kann, dass wir arbeiten, dass wir leiden, dass wir unglücklich sind, dass wir einsam sind und irgendwann mal einsam sterben. Das haben wir alle, die ihr mir hier zuhört, habt ihr alle schon verstanden, dass es das nicht sein kann. Und dennoch, all das, was war und was uns so schmerzlich begleitet hat, ist ein Teil dieses Weges, ein Teil dieses Erkennens, eine Antwort auf unsere Suche. Und das ist wirklich so eine wichtige Geschichte, dass wir das verstehen, dass unser Verstand das versteht, weil wir können unseren Verstand niemals zu etwas zwingen, umzusetzen und zu machen, wenn er es nicht versteht, wenn er nicht mit im Boot ist und wenn er sagt, genau, du hast recht, so machen wir das, so leben wir das, so setzen wir das um, so realisieren wir unser Leben und so realisieren wir unsere Ziele. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich sich als noch nicht gut genug zu empfinden. Und eine der größten Möglichkeiten, wo wir eben alle gleich sind, ist, wir schauen daraus, wir sehen, was möglich ist. Und dann machen wir einen Vergleich zu uns, einen Rückschluss zu uns selber. Wir sehen, es gibt Leute, die können machen, was sie wollen. Die können arbeiten, was sie wollen. Es gibt Leute, die können buchen, was sie wollen. Die können reisen, wohin sie wollen. Es gibt Leute, die sind absolut 100% frei. Und ich fühle mich aber noch irgendwie eingeengt und unterdrückt. Das ist genau der Moment, wo du verstehen musst, dass es nicht darum geht, die Sache so zu machen, wie die Leute, die frei sind, und zu fragen, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht, sondern es geht darum zu wissen, wer bist du denn? Wie siehst du dich denn selber, dass du dir diese Erlaubnis geben kannst, einfach so frei zu sein, einfach zu machen, was du willst? Die größte Frage, wo hast denn du das Geld her? Ja, das ist die Frage. Alle gucken, wie machen die das finanziell? Wie geht es? Wie zahlen die das alles? Wieso? Die und ich nicht. Und das sind genau diese Momente, wo ich eine riesengroße Selbstsabotage mache übrigens. Dazu mache ich dann noch ein Mini-Programm. Diese Selbstsabotage, dieses Denken, dieses Human Design Denken, das mich so sabotiert. Aber wenn ich anfange zu erkennen, wie das funktioniert mit der Divine Design Reise, frage ich auch solche Sachen nicht mehr, sondern ich frage mich verflixt, wie kann ich denken, fühlen und mich verhalten, dass ich hier auch in Fülle und in Unendlichkeit leben kann. Und das ist das, was das Divine Design will. Das ist das, was Divine Design Reise will, dass du erkennst, dass es an dir selber liegt. Und nicht, weil du selber so schlecht bist, sondern nur, weil du zu wenig informiert bist oder falsch informiert bist. Das ist alles. Es gibt keinen Grund, dass du jemals einen Rückschluss machen solltest. Ja,
ich kann es halt noch nicht und ich bin nicht gut genug und das ist, habe ich halt, nein, du hast alles gelernt, du warst immer fleißig, du hast dich immer angestrengt, so wie man das von dir wollte, aber die Sachen, die du haben willst, die gibt es in diesem Bewusstsein nicht. Und ich erkläre es nochmal ganz gerne anhand von diesen Charts, die ich hier erstellt habe, weil das einfach der Schlüssel ist und ich kann es nicht oft genug zeigen, um was es wirklich geht. Es geht darum, dass du hier gelandet bist, um genau das zu verstehen, was ich dir sage. Und dir wird so viel angeboten, so viel Verschiedenes. Und ich habe mir die Mühe gemacht, für mich selber herauszufinden, was ist das Prinzip dahinter? Was ist das Prinzip? Nicht, es muss ein Prinzip geben. Es muss ein Prinzip der Schöpfung, der Kreation, der Manifestation geben. Und so funktioniert es oder es funktioniert ebenso nicht. Aber nachdem Schöpfung immer funktioniert, ist es ein Prinzip, das immer aktiv ist, ein Prinzip, das immer wirkt. Und das muss dein Verstand verstehen. Und deswegen kannst du mir nicht oft genug zuhören. Deswegen kannst du dich nicht tief genug mit dir selber, mit deinem Innenleben auseinandersetzen, bis du das begreifst. Und deswegen ist es einfach sonnenklar. Erst diese ganze Enttäuschung, der ganze Schmerz, der Frust, die Krankheit, der Ärger, das Neid, Scham, Schuld, all diese miesen Gefühle, die bringen uns dazu, diese Reise anzutreten, auf diese Suche zu gehen. Dieser physische Körper, der eine Manifestation von unserem Innenleben ist, wenn der irgendwann mal nicht mehr weiterkommt, dann ist es, wie es bei mir war, allerhöchste Zeit. Wenn dieser Körper dich nicht in Freude, Leichtigkeit durchs Leben trägt, dann denkst du, Scheiße. Warum? Was muss ich tun? Und dann gehst du und tust ganz viele Sachen, so wie ich auch. Aber die einzige Frage ist, wer muss ich sein und warum darf ich jemand anders sein? Und diese Antwort gebe ich dir hier. Diese Antwort gebe ich dir hier, dass das die vier Stadien deines Bewusstseins sind. Und das ist eine Reise, auf die zieht dich. Ob du sie durchgehst, wann du sie durchgehst, das ist deine Entscheidung. Und das hört sich manchmal so beschissen an, aber du bist die Reise gegangen an dem letzten Tag deines Lebens. Aber diese Reise ist geil. Warum solltest du die in einem Zeitraffer durcherleben? Warum solltest du dich nicht jetzt sofort auf diese Reise machen und sagen, alrighty, meine Lebenszeit ist hier für diese Reise und sie ist nicht hier, um genug Geld zu verdienen, um zu überleben, damit ich am Ende meines Lebens auf dem Sterbebett kurz mal einen Zeitraffer habe. Hm? Ihr kennt's, Nahtoderfahrungen. Ja? Anita Morjani, ich war super, super, habe alles studiert, glaube mir, ich habe alles studiert. Was ist da passiert? Sie hat schnell mal eine Divine Design Reise gemacht, zack, zack, drang, 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 ihr logischer Verstand war on board und der ganze Körper hat sich danach gerichtet. Und sie ist seitdem auf dieser Reise. Seitdem ist sie auf dieser Reise und seitdem ist ihr Körper da, seitdem ist ihr Leben da, seitdem ist ihr Geld da. Das kann so passieren, aber du brauchst keine Nahtoderfahrung. Wie schlimm ist es denn schon genug, dass du dich scheiße fühlst, wenn du morgens aufstehst? Wie schlimm ist es denn genug, dass du dich scheiße fühlst, wenn du an dein Bankkonto denkst? Ist es denn nicht schlimm genug, dass du keine Lebensfreude hast? Ist es denn nicht schlimm genug? Du brauchst keine Nahtoderfahrung, du brauchst auch keinen Krebs oder sonst irgendeine scheinbar unheile Krankheit. Du musst auch keine chronische Krankheit durch dein Leben schleppen. Du kannst mir hier
zuhören und mir einfach mal vertrauen und in dich reinspüren, ob das nicht genau das ist, was du bis jetzt gesucht hast. Weil diese vier Stadien des Bewusstseins, wir machen das erste Stadium, machen wir schon mit in jüngsten Kinderjahren, in dem Moment, wo wir uns als Persönlichkeit identifizieren, als Kind, wo wir immer ausgeliefert sind, wo wir darauf angewiesen sind, auf andere Menschen, haben wir dieses krasse Gefühl, dieses Leben passiert mir. Ich fühle mich als Opfer, ich bin ausgeliefert. Ich beschuldige mich, ich beschwere mich, ich fühle mich verflucht und verdammt. Ich bin neidisch, schaut doch mal die Kinder an. Sie kämpfen, sie streiten. Kacke passiert, weil ich mich wehren will, weil es nicht mir entspricht, weil das falsche Scheiße ist. Weil mein Divine Design ruft und sagt, komm, 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 und ich weiß es nicht. Und dann fange ich an, aggro zu werden und was weiß ich nicht, was es alles für Diagnosen gibt, mich emotional abzuschließen und so weiter und so fort und all die Wut und auch Dr. John Sarno. Ich habe alles gelesen, ich habe alles studiert, ich habe alles untersucht, glaube mir. Das sind immer nur so kleine Ausschnitte, aber du brauchst das ganze Bild. Dein Verstand will das ganze Bild haben, deswegen ist er hier, deswegen sucht er seine Berufung, deswegen sucht er seinen Lebenszweck, weil er das ganze Ding verstehen will. Und wenn ich dir das jetzt hier schenke, dann glaube mir, wenn du das begreifst, was ich dir jetzt sage, wird dein Leben geil. Weil das war meine Devise. Geil oder gar nicht. Ich wollte geil oder gar nicht. Ich wollte nicht mehr scheiße. Und ich glaube, niemand will scheiße. Und hier ist die Lösung. Klar, konkret, logisch für dich, weil es genau so ist und weil du spürst, dass das, was ich jetzt in eine Struktur und in Worte bringe, genau das ist, was du gesucht hast. Next. Wir werden größer. Wir werden erwachsen, wir übernehmen Verantwortung. Ich habe schon, bevor ich 18 war, Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen. Ich wollte es wissen. Ich wollte es wissen. Ich wollte wissen, wie es geht. Dann kam mir Dale Carnegie. Ich dachte, wow, der Guru. Der schreibt ein Buch, da steht drin, How to Win Friends and Influence People. Also wie du Freunde gewinnst und Menschen beeinflusst. Da dachte ich mir, Halleluja! Endlich lerne ich, wie ich die da draußen manipulieren und kontrollieren kann, sodass sie das machen, dass ich mich gut fühle. Und auf diesem Trip sind wir alle, bevor wir nicht verstanden haben, was ich dir jetzt erzähle. Gut, dann weiß ich, okay, das Leben geschieht mit mir. Ich habe da einen Einfluss, ich kann manifestieren, ich fühle mich gewissermaßen ermächtigt, ich bin bereit, was zu lernen, ich stolpere über das Gesetz der Anziehung, macht Sinn, mir geht es besser, ich beginne zu heilen, aber ich suche immer noch nach weiteren Möglichkeiten, weil Portemonnaie immer noch scheiße, Körper vielleicht immer noch irgendwie zu dick, zu krank, zu mein Kopf zu depressiv, zu much Stress und ich suche weiter nach Lösungen, ich will noch mehr verstehen und ich will doch auch mal endlich entspannen, ich will doch raus aus diesem Fight or Flight und Stressmodus, ich will doch da raus. Okay, also gehe ich weiter, ich schleppe mich weiter in einen Prozess der Erkenntnis und in diesem Prozess der Erkenntnis erkenne ich und fühle mich endlich wie ein Mitkreator, Co-Creator. Es gibt eine höhere Kraft außerhalb von mir. Und wenn ich dann die Brave bin und wenn ich alles richtig mache, ja, Bibel drückt uns ja auch schon dahin, ja, sei brav, ist aber nicht so gemeint, werde ich auch noch mal was drüber erzählen. Die 10 Gebote machen total Sinn, aber sie sind völlig fehlinterpretiert. Und dann gehe ich da hin und glaube endlich mal, dass ich eine Wahl habe. Ich weiß, es gibt mehr und ich will auch mehr. Und ich weiß, man kann manifestieren und ich will das jetzt lernen. Und ich bin die Manifestationsmastery und ich will der absolute Manifestationshirsch sein. Und ich vertraue jetzt langsam auch ins Unbekannte, weil die Manifestation ist ja da.
Und langsam fühle ich mich auch heil und ganz, weil ich ja wieder ermächtigt bin. Ich habe mich selbst ermächtigt. Ich fühle mich uneingeschränkt und ich fühle mich gewissermaßen frei. Aber ich weiß, dass da noch was ist. Da ist noch mehr. Und viele teachen das jetzt, das Einssein, die Oneness. Aber auch wieder mit einem riesen Hokuspokus und mit Codes, die dir von außen übertragen werden, wo Zeug von außen geschehen muss. Und das ist einfach nicht wahr, weil es passiert alles in dir. Du machst alles selbst, du bist alles. Das Einzige, was von außen kommen kann, ist ein Coaching, ein Training, ein Leadership, bis du es selber übernehmen kannst. Aber es gibt niemanden, der etwas in deinem Universum machen, kreieren, verändern kann von außen. Es bist immer du. Und deswegen ist der nächste Punkt, ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Ich bin mein Leben. Es gibt nichts. Komm her. Es gibt nichts. Keine Kraft, keine Person, keine Macht, kein Umstand im Außen, der eine Macht über mich hat. Es ist unmöglich und ich habe es studiert, ich habe es probiert, ich habe es geteacht, ich habe es gelehrt. Und je mehr und mehr du dir diese Klarheit verschaffst und merkst, ich bin der Beobachter. Ja, ich beobachte, ich nehme wahr, ich sehe, ich fühle, ich denke, ich entscheide. Und alles, was da draußen präsentiert wird, ist ein Buffet von Informationen, von Ansichten, von Wahrheiten, die einfach mal verkauft werden. Und ich kann sie kaufen oder ich kann sie nicht kaufen. Ich kann einkaufen, ich kann danach leben. Ich kann glauben, dass mir das bringt, was es will. Aber de facto bin es immer noch ich, die macht, die tut, die entscheidet, die sieht, die wahrnimmt, die denkt, die glaubt, die weiß. Und daran kannst du nichts ändern. Das kann für dich schwer sein jetzt, wo du das hörst und sagst, die spinnt die Alte, was soll denn der Scheiß? Da ist doch noch eine äußere Kraft außerhalb von mir, eine Höhe. Es gibt eine Energie, aber die wirkt 100% so, wie du bist. Die hat nichts anderes außer dich. Diese Energie ist durch dich eingefärbt. Und wenn du erkennst, dass das dein Divine Design ist, dass diese Einfärbung in einer absoluten Perfektion kommt, dass es gedacht ist, dass du nicht davon ausgehst, dass wenn du in dieser Macht, in dieser Kraft und in dieser Power bist, dass du Scheiße machst, weil du musst ja gar nicht Scheiße machen, weil es ist ja unlimited, schönes, gutes, perfektes, gesundes für dich zur Verfügung, wenn du kreierst mit dieser Kreationsenergie. Warum solltest du Scheiße bauen? Das machst du nicht. Du baust nur Scheiße, wenn du in einem Human Design bist und meinst, es ist limitiert und du musst jemanden wegnehmen. Oder du meinst, es geht nur so und so und dann quälst du dich, was auch immer. Aber das ist alles nicht nötig, wenn du verstehst, dass du alles bist. Alles. Dann hast du keine Fragen mehr. Dann weißt du, da draußen diese Sachen, die ich da sehe, die sehe ich und ich nehme das wahr und ich sage, ob das schön ist, ob das gut ist, ob das divine ist, ob das schmerzlich ist. Ich kann das bestimmen, weil niemand anders bestimmt es ja sonst. Ich bestimme es ja eh immer. Warum bestimme ich es nicht? Verdammt nochmal, immer zu meinen Gunsten. Und das mache ich halt, wenn ich mein Divine Design nicht kenne. Wenn ich immer noch glaube, da ist Böses gegen mich gerichtet, dass ich selber nicht eingeladen habe, sondern es einfach kommt. Das stimmt halt nicht. Und wenn du das verstehst, dann weißt du, wie du deinen Seinszustand kreierst mit all deinen Fähigkeiten, die du hast, mit all deinen 6 Sinnen kreierst du dir deine Seinszustände, die du nachher in deinem Körper fühlst und die du nachher in deinem Verhalten dokumentierst und manifestierst. That's it. Du bist die Manifestation, du bist das Manifest.
Das sage ich übrigens auch in meinen Soundscapes. Da gibt es zwei. Dieses eins heißt, ich bin die Göttin. Das andere heißt, ich bin der Raum. Ich bin der Raum findest du sogar auf meinem YouTube-Channel gratis. Die kommen jetzt dann auch gleich raus auf Spotify und iTunes. Kannst du kaufen für 1,50. Boah, mega Power. Und deswegen gibt es keinen freien Willen außerhalb von dir. So, ich mache vorwärts. Also, wenn du jetzt wissen willst, von wo es dahin geht, dann erkläre ich dir ganz kurz diese Divine Design Pyramide. Das ist ganz, ganz klar. Hier bist du, du brauchst diese Foundation von diesen Teachings, die ich dir jetzt gerade mitgegeben habe, in einem ganz kurzen Zusammenriss. Wenn du dich da reingibst, da kommen ganz, ganz viele Fragen aus deinem alten Human Design. Natürlich, die wollen alle beantwortet werden. Deswegen brauchst du diese Foundation. Die kannst du bei mir kaufen als Audiokurs, im Moment auch in meinem Shop. Du kannst da dir vielleicht wirklich diese Mühe machen, das durchzuarbeiten. Das lohnt sich sowas von. Dann, der nächste Schritt wäre, du willst mehr, du willst the bigger game, du willst das größere Spiel, du willst das größere Geld, du willst das größere Glück, du willst die größere Erfahrung, du willst die größere Begeisterung, du willst die größeren Erlebnisse. Das ist the bigger game. Kreiert sich alles auf die gleiche Art und Weise. Nur musst du deinen menschlichen Verstand in dieses Divine Design immer wieder reinbringen, sonst macht er dir einen Strich durch die Rechnung. So, das ultimative große Leben, das willst du in Wahrheit. Du willst dich daran entspannen, in diese göttliche Vorstellung, Vertrauen von dir, dir endlich dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein geben, dass es nicht gibt, was dich aus der Bahn schmeißen kann, weil du ja der Schöpfer bist und warum solltest du dir Dinge kreieren, die dich aus der Bahn schmeißen? Warum solltest du dir Ansichten kreieren, die dich klein machen, die dich runter machen? So, und deswegen, wenn du das alles gemeistert hast, möchtest du einen göttlichen Fußabdruck hier auf Erden hinterlassen. Das willst du. Alle, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, wenn sie wirklich hier diese Pyramide bis zum ultimativen, großartigen Leben, sich das anzuerkennen, dass das für sie ist, die wollen teilen, die wollen diesen Fußabdruck hinterlassen, die wollen die Teachings weitergeben. Das ist normal, weil das ist dein Divine Design, das will raus, das will geteilt werden, das will gelebt werden. Du willst so leben, du willst solche Leute um dich rum haben, du willst so einen Lifestyle haben, das ist einfach so. Daran kannst du nichts ändern, wenn du dahin gegangen bist. Das ist so, weil das ist das, was du wirklich bist. Das ist dein Divine Design. So willst du es haben. Aber Human Design sagt, geht nicht, kannst du nicht, du bist Projector oder manifestierender Generator. Entschuldigung. Aber es regt mich so auf, wenn wir durch solche Informationen immer wieder eingeschränkt, unterdrückt und schubladisiert werden, wobei es nie eine Schublade geben muss in meinem Leben. Ich bin es doch. Warum sollte ich mich schubladisieren, wenn ich doch alles bin? Und je mehr du das machst, desto mehr schaffst du eben das mit dieser göttlichen Energie, die ich gesagt habe, die durch dich hindurch arbeitet, zu arbeiten. Menschliche Kraft, boah, brauchst gar nicht mehr so viel. Es wird ja für dich gemacht. Es wird ja für dich gemacht, wenn du die bist, die es hat, die es kreiert hat, die es erlebt. Es ist so geil. Ich kann euch nicht sagen, wie wunderbare Ergebnisse diese Menschen haben, die mir vertrauen. Deswegen weiter hier. Wenn du deine Reise jetzt beginnst, wie gesagt, du kannst. Es ist wichtig, dass du diese drei Säulen der Implementierung durchläufst. Sonst wird es nichts. Du musst es erwerben. Dieses Wissen muss ganz, ganz tief sein. Wie bei allem, was du lernst. Du musst es wissen. Du musst nicht dran zweifeln. Du musst nicht bei 100 auf der Autobahn denken, muss ich jetzt einen zweiten Gang schalten? Das muss dir nicht mehr in Sinn kommen. So gut musst du dieses Wissen erwerben, dass du genau weißt, wann, was, wie, wo zu machen, zu denken, zu fühlen ist und wie du das hinkriegst. Das musst du erwerben. Wenn du es erworben hast, dann wendest du es an. Dann machst du Kilometer im Auto, Kilometer im Auto, Kilometer, Kilometer. Fast mal dahin, fast mal dahin, fast mal dahin. Super. Dann musst du es gestalten. Dann fährst du verschiedene Autos. Dann fährst du große Autos, kleine Autos, schnelle Autos, langsame Autos. Und dann ist es implementiert. Und diesen Prozess kannst du nicht überspringen. Es geht nicht. Es ist einfach so.
Und du gehst immer wieder zurück und immer wieder auf einem anderen Level, auf einem anderen Level. Es ist wie eine Spirale, gehst nach oben. Und irgendwann mal bist du so sicher und verankert in deinem Divine Design, dass du sagst, wow, okay, jetzt aber, jetzt geht's los. Und das ist das, was kommt nach der Foundation, nach dem Bigger Game. Da führe ich dich überall durch. Das ist die Ultramind Mastery. Und heutzutage traue ich mich, dir zu versprechen, dass wenn du 6 Monate Ultramind machst, kommst du dahin, dass du die Frau bist, die dieses große Spiel des Lebens führt. Natürlich auch der Mann, aber im Moment sind wir gerade eine Community von Frauen. Irgendwann mal wird es einen Mann geben, der sagt, yes, das trage ich weiter. Und das ist der Ultramind und das kannst du im Moment, kannst du einsteigen in diese 6 Monate. Du kannst mitgehen aufs Yacht-Retreat, das ist included. Du kannst eine Woche krasse, wunderschöne, spaßige Transformation machen. Das ist eine Experience. Ultramind ist eine Experience, die du dir dein ganzes Leben lang gewünscht hast. Alles kriegst du. Alles. Und danach kriegst du mehr und mehr und mehr und mehr, weil dann bist du diejenige, die sich leicht macht, die sich vielleicht luxuriös begleiten lässt. Aber dieses Level der Ultramind Experience, das ist das Level, das du erreichen möchtest. Und das kannst du schon in 6 Monaten erreichen. Da bist du in Bewusstseinsstufe 4 zumindest so stark verankert, dass du nicht mehr zweifelst. Und dazu lade ich dich ein, wirklich diese Reise zu machen. Ich habe kleine Programme, ich habe die Foundation als Selbstlernkurs im Ultramind. Ist die Foundation dabei mit Gruppencoaching jede Woche, mit Yachtretreat? Oh mein Gott, es ist so wunderbar, wenn du dich nur aufraffen könntest, genau da rein dich zu geben, ohne noch wenn du noch irgendwie meinst, da fehlt was und du musst vorher noch was anderes machen, dann kannst du diesen Umweg gehen. Aber die Abkürzung habe ich dir jetzt angeboten. Jetzt. Und du kannst entscheiden, am 27.08. geht's los in Ägypten auf die Yacht. Superschöne neue Luxusjacht. Alles für dich gesorgt. Du kannst Sport machen, du kannst tauchen, du kannst schnorcheln, du kannst kiten. Wir haben unsere Workshops, wir machen 1:1 Hotseat-Coaching. Es wird so genial, so, so viel Spaß. Du wirst es nie vergessen. Wahrscheinlich wirst du Delfine noch sehen, mit Delfinen schnorcheln können. Alles ist da für dich. Du lässt die Leinen los, du hüpfst auf diese Yacht. Nachher hüpfst du weiter in das Ultramind. Du bist 6 Monate begleitet. Du kannst jetzt anfangen mit der Foundation. Du hast Q&As. Du hast eine geile Community. Du gehst richtig ultra. 6 Monate. Ha. Und du bist da, wo andere, ich sehe es doch hier auf Facebook, ich sehe es doch immer wieder, wie die Leute laufen und dann zu dem Coach und hier rum und darum und eiern und machen und tun. Spaß dir, du kriegst von mir alles, was du brauchst. Ich habe für dich geeiert, ich habe für dich gemacht, ich habe für dich getan, ich habe für dich Zeit investiert. 20 Jahre würde ich mal sagen, wenn es überhaupt reicht. Nee, stimmt überhaupt nicht, noch viel mehr. Geld habe ich für dich investiert. Ich war bei allen Heilern, ich habe alle Bücher studiert, ich habe alle Ansätze studiert, ich habe alle Religionen studiert und ich habe das Prinzip unseres Lebens für dich extrahiert. Also erst für mich natürlich. Klaro. Aber jetzt darfst du es von mir haben. Du darfst so viel Zeit sparen. Und ich freue mich, dass du mir hier zugehört hast. Du kannst mir schreiben, E-Mail, Messenger, whatever. Du kannst wirklich sagen, yes, I do it. Und dann kriegst du alle Infos. Alle Infos sind übrigens auch in meiner Facebook-Gruppe. Wir haben ein steigendes Pricing. Es gibt bis zum 20. April, also noch 5 Tage, hast du noch super Sparpotenzial. Und danach ist der Ultramind ist ein Evergreen Mastermind. Du kannst immer einsteigen. Es wird immer wieder Retreats geben, vielleicht nicht immer eine Woche lang. Aber das ist mein Level-Programm.
in dem ich die Leute haben will, weil ich das will für jeden. Ich will das für jeden. Weil es geht. Wenn ich, kleine Maus, nicht erwünscht, nicht gut genug, adoptiert, im Adoptionshaus geboren werden sein, was nicht geklappt hat wegen zu früher Geburt, nie gewollt, nie geliebt, nie unterstützt, immer einsam, allein auf weiter Flur. Wenn ich es geschafft habe, schafft es jeder. Also schön, dass du da warst. Wünsche noch einen ganz schönen Tag und bis dann. Tschüss.